Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zu Rick 2. Keine neuen Herausforderungen, schade, aber let's play 60 Seconds. Wir machen Überleben auf Little Boy. Ganz kleiner Junge. Und mein Problem gerade ist, wir haben ja heute neues Internet bekommen. Heute ist für mich der 25. Für euch ist es der 26. 1.2017. Und wir haben heute neues Internet bekommen. Allerdings ist es noch nicht komplett freigeschalten, wodurch ich jetzt gerade 30 Sekunden Internet habe, 2 Minuten kein Internet habe, 30 Sekunden Internet habe, 2 Minuten kein Internet habe und so weiter. Und das ist ein bisschen problematisch, weil dadurch meine Fortschritte in Spielen von Steam nicht gespeichert werden. Wahrscheinlich. Glaube ich. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe bei der Meldung. Und ich weiß nicht, ob das dann gespeichert wird, falls wir diesen Run hier schaffen werden. Jetzt zum Beispiel habe ich Internet. Ja. Aber ich muss mich mal eben bei Steam auf Offline schalten. Nicht, dass ich wieder dicht gespammt werde. Ja. Wir haben eine Gasmaske, ein Medikit. Und die Axt haben wir auch, habe ich gerade gesehen. Wir haben eine Taschenlampe, wir haben Radio und keine Map leider. Vielleicht schicken wir wen auf eine Expedition. Benutzen wir das Buch. Sehr gut. Ja, wir schicken, glaube ich, Dolores oder so auf eine Expedition. Würde ich jetzt nur sagen. Unterbrochen. Wir bekamen Besuch in einer Gruppe Überlebender. Ziemlich schlechte Verfassung waren. Was denn? Zu essen oder zumindest sauberes Verbandszeug. Wir machen's. Vielleicht werden sie sich bedanken bei uns. Jetzt habe ich gerade Internet. Komischerweise. Habe ich das? Ja. Und wir haben eine Karte von ihm bekommen. Cool. Nett. Ich bin mal... Oh, was würden wir bekommen, hätten wir den Wasser gegeben. Beinahe verkackt. Er startet in einer Expedition. Was steht da? Zusätzlich, dass er draußen überleben wird. Mary Jane wird, will hinausgehen und sammeln. Kann es schaffen. Timmy kann ins Ödland gehen. Ich glaube, wir schicken Mary Jane raus. Ja, im Laufe des Tages, bis spätestens 21 Uhr, wird das Internet komplett stabilisiert sein bei uns. Und ich hoffe, das geht auch recht fix. Jetzt zum Beispiel habe ich wieder kein Internet. Oh, ich hoffe, das stört die Aufnahme nicht oder so, weil eben konnte ich zum Beispiel nicht aufnehmen, als ich kein Internet hatte. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Eine Ratte. Nehmen wir die Pistole, das Gewehr, ja. Die Axt brauchen wir halt noch. Die Axt brauchen wir halt. Kaum zu glauben. Wir besitzen bereits unseren eigenen Fallout-Garten. Nein, wir nehmen keine Pilze, sonst wären wir krank. Mann, nimm doch keine Pilze. Aber wir haben eine Axt. Und wir haben Karten, Spielkarten, für die Regierung, falls wir irgendwie wieder eine Spur legen müssen. Wir haben eine Map, um an deren Punkt zu gelangen, und wir haben eine Axt, um Bäume zu fällen. Also von daher, das würde schon, ja, ich glaube, das funktioniert. Gold, wir dachten, das wäre eine gute Idee. Kurz nach, Tieraugen. Wollen wir mal Pancake versuchen zu holen? Ich glaube, wir versuchen es mal. Irgendwas von Mary Jane? Nee. Noch nicht. Wir geben Essen und Trinken. Wir haben leider kein Radio. Ich hoffe, Mary Jane bringt eins mit. Das wäre super geil. Sie ist wieder da und hat leider kein Radio und sie ist krank. Aber sie hat Wasser und Essen dabei. 3 Flaschen Wasser und 2 Dosen Essen. Sehr, 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 sehr geil. Aber Telefongespräch. Ted geht raus. Er redet mit den Zwillingen. Das ist das Event, was triggert übrigens, dass wir mit denen in Kontakt treten. Stand jedenfalls auf einer Internetseite. Ich glaube, wir schicken Dolores noch auf eine Expedition. Wieso haben wir Mary Jane keine Gasmaske gegeben? Eine von ihnen kennen wir. Die waren frühere Mitglieder unserer Nachbarschaftswache. Jetzt scheint ihnen das Wohl der Nachbarschaft nicht mehr so sehr am Herzen zu liegen. Dafür schwenken sie wütend und bestimmt ihre schweren Stabellampen. Wir müssen etwas tun, bevor sie Gewalt zum Zugang verschaffen und uns all unseren Besitz nehmen. Wir machen mal nichts.
Vielleicht wird er entführt? Die haben uns wirklich alle unseren Besitz genommen. Was? What? Das kam unerwartet. Scheiße. Fuck. Oh, kacke bin ich. Ja, sorry, Pancake, wir haben kein Essen mehr. Oh, was, Alter, ich hab nicht erwartet, dass die uns wirklich alles wegnehmen. Und jetzt sind Ted und... Ja, gut, Ted und Timmy sind auch down. Ja, wir nehmen den Koffer, kann... Ha, toll. Fuck. Ted lebt? Ted lebt? Aber wir haben kein Wasser. Wir haben nichts... Mann. Nicht Ende. Dolores, ja! Dolores, sie ist noch da! Ho! Oh. Ja! Wir haben eine Taschenlampe! Scheiß die Wand an! Not bad, Bro. Not bad. Wir haben aber leider nichts zu essen für Dolores. Shit! Ich würde wirklich gern was essen. Ja, das kann ich dir glauben. Wir öffnen die Balltür, in der Hoffnung, dass es irgendwas zu essen ist. Nichts zu essen. Selbst in der Apokalypse spielen sie noch Streiche, ja. Okay, jetzt ist vorbei, jetzt stirbt Dolores auch noch, oder? Ja, Dolores ist tot. Was ein geiler Run, Alter, scheiße. Ich habe echt nicht erwartet, dass die uns wirklich all unseren Besitz wegnehmen. Das stand da zwar, bevor sie uns all unsere Besitz wegnehmen, aber ich habe das jetzt echt nicht erwartet, Alter. Okay, das nächste Mal schlag ich denen mit meinem Pimmel die Köpfe ein. Oder verschließe jedenfalls die Falltür mit dem Schloss. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Auf ins Abenteuer! Habe ich noch... Ja, ich habe noch einen ganz kleinen Schluck Wasser hier, geil. Wir haben wieder kein Radio und keine Karte. Ich glaube, wir haben das exakt gleiche... Nein, wir haben keine Munition. Okay, sonst haben wir alles. Nur keine Munition. Munition. Ich glaube, wir starten ab Tag 2 instant eine Expedition. Wir haben eine Gasmaske. Mary Jane geht raus mit der Gasmaske, würde ich sagen. Ja, Mary Jane will rausgehen und sammeln. Alles... Fresh. Wir machen auf. Nach Tag 2 kommt sofort was. Wir haben nichts verloren, nichts dazu bekommen. Ha! Schon wieder. Och man. Ersche. Ich gebe Mary Jane mal Vorsicht. Obwohl nein, eigentlich ist es ja egal. Mary Jane geht raus mit der Gasmaske. Auf jeden. Vielleicht geht's ja kaputt. Das Achievement müssen wir auch noch holen, ne? Alles kaputt machen. Ich glaube, das ist... Taschenlampe muss kaputt sein. Map muss kaputt sein, also zerrissen sein. Das Radio muss kaputt gegangen sein. Die Waffe muss kaputt sein. Die Gasmaske muss Risse haben. Und das Medikit muss benutzt sein. Dann haben wir das Achievement, glaube ich, auch. Ich glaube, so war das, ne? Alles kaputt machen, außer das Medikit, das müssen wir benutzen. Irgendwie so war das. Irgendwie so. Zack, zack. Ich glaube schon. Das könnten wir alles hinkriegen, so ist es nicht. Aber das Achievement zu bekommen ist echt schwer. Ich glaube, das müssen wir auf Zarabomba machen. Also auf Sumo-Ringer ist das, glaube ich. Wir spielen keine Karten mit ihm. Weil da kann ja öfter irgendein Event kommen, was Sachen kaputt macht. Das Erdbeben-Event zum Beispiel, wodurch... Ich glaube, das Radio... Das Medikit... Ne, das Radio, die Gasmaske und die Taschenlampe gesaved werden. Oder wir uns dadurch zwischen diesen drei Sachen entscheiden müssen, was wir saven werden.
Und, okay, die Gasmaske ist noch heil, meine Regen ist wieder da, wir haben nichts Gutes mitgebracht. Doch, ah, okay, eine Suppe und ein Wasser, das ist gar nicht mal so bad. Und wir schicken Dolores als nächstes auf eine Expedition, würde ich sagen. Vor allem, dass wir immer die Kinder zuerst schicken, ey. What? Gar nicht krass oder so. So sparen wir nämlich noch einmal Wasser und Essen, weil wir niemandem Wasser und Essen geben müssen. Der halt unterwegs war, sag ich mal. Gasmaske. Ich hoffe, Mary Jane lebt noch. Jetzt? Ja, gut. Okay. Dann müssen wir nämlich jetzt auch mit Essen und Wasser geben, auf jeden Fall. Zack, zack. Dolores jetzt halt nicht, weil sie ja auf einer Expedition ist. Und ich glaube, das schreitet diese Zeit nicht voran. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Dem ist Geburtstag, wir spielen mit ihm ein Brettspiel. Das Madhouse Achievement machen wir, glaube ich, auch auf. Ja, entweder auf fetter Mann, also auf Fat Man oder auf Zabomba. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß nicht, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist. Ich glaube, also wo das schlimmer ist, sag ich mal. Ich glaube, wir nutzen das Medikit für Mary Jane. Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auf beiden größer, also auf Zabomba am größten, dass Leute verrückt werden, aber dass sie dadurch auch zu verrückt werden. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Also dass sie abhauen dadurch, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist ein fetter Mann am besten zu machen. Gruseligen Biester, wir nehmen noch das Buch. Aus dem Spray können wir immer noch neues Medikit herstellen. Eine Suppe, die Gasmaske ist wieder da. Zwei Flaschen Wasser, alles klar. Das Telefon klingelt auf der anderen Straßenseite. Ted sprintet hin. Ist hoffentlich nicht krank geworden, sehr gut. Aha, genau, unterbrochen. Was? Ja, sie melden sich wieder, hoffentlich, bestimmt werden sie das tun. Was steht da? Gerne was zu essen. Okay, allen geht es gut. Außer Dolores, die will natürlich Essen haben. Freut sich an guter Gesundheit und sind optimistisch. Sehr gut. Dann schicken wir gleich Jimmy auf eine Expedition. Immer wieder Expeditionen machen. Wir brauchen ein Radio. Und wir brauchen am besten auch eine Karte. Das wäre sehr nett. Radio ist aber erstmal am wichtigsten, würde ich sagen. Ja, doch, doch, doch. Auf jeden Fall. Bietet 4 dafür. Ja, toll. Das Brettspiel könnten wir eigentlich weggeben, oder? Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber egal. Egal. Das Pro-Gamer-Achievement war auch am geilsten, ne? Nur die beiden Spiele, sag ich mal, mitnehmen. Dann bekommt man das Pro-Gamer-Achievement. Draußen Menschentruppe. Ja, wir schließen unsere Tür ab. Ich will nicht schon wieder, dass alles geklaut wird. Scheiß Kackdinger, Alter. Ich konnte leider nicht meinen Pimmel anklicken. Sonst hätte ich den echt mein Pimmel ins Gesicht gehauen. Mann. Aber so haben wir es jedenfalls abgeschlossen. Und unsere Sachen behalten. So, jeder neue Geruch dringt uns in den Bunker, also vor dem Weg. Ziegel in der Wand gelöst hat. Ja, auch wenn wir dadurch krank werden könnten, sind wir aber nicht. Und ist es ein Teil für No Stone Unturned mit Achievement? Denke ich jetzt mal. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich denke schon. Ja, wir haben kein Radio. Das ist halt ein bisschen bad. Das ist halt ein bisschen bad. Ich habe hier voll die Satan-Horn mit meinen Haaren, Alter. Die Gasmaske ist leider kaputt gegangen. Das ist nicht so gut, aber wir haben mehr Essen und Trinken dazu bekommen. Ei, ei, ei. Also an Essen und Trinken mangelt es uns nicht. Wir schicken Mary Jane raus ohne... Obwohl, nein, können wir nicht machen, oder? Ohne Gasmaske können wir nicht machen. Nein, wir lassen sie nicht rein. Diese komischen Clowns sind gefährlich. Clowns sind gefährlich, Leute. Merkt es euch. Clowns sind gefährlich. Okay. Immer noch kein Essen und Trinken? Nein.
Ja, wir können ein neues Medikit herstellen. Das heißt, wir schicken Mary Jane gleich auf eine Expedition. Ohne Gasmaske. Müssen wir machen. Denn ich hätte echt noch ganz gerne... Oh. Jetzt habe ich Mary Jane rausgeschickt. Zu telefonieren, glaube ich, oder? Oder was war? Scheiße, habe ich gar nicht gelesen. Es ist alles wahr, es gibt wirklich noch andere wie uns. Wir kamen am Treffpunkt an und wir wurden pünktlich von einer freundlich winkenden Gruppe Überlebender begrüßt. Achso, die Zwillinge, Bruder und Schwester angeführt. Ja, ja, Fragen gestellt, in Kontakt bleiben. Nice. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Das ist eine schöne Sache. Von denen können wir auch gerettet werden. Jetzt, wo wir kein Radio und keine Map haben, ist es sogar momentan unsere einzige Chance, gerettet zu werden. Mit den Zwillingen ein Deal eingehen. Wir gehen... Ja, wir schicken Dolores raus. Nicht Mary Jane. Safety first. Also, Kinder. Safen first. Nicht mit Kindern safety first. Ach, egal. Ich sag nichts mehr. Mann. Diese Räuberlager in der Nähe macht nur Ärger. Sie sind nicht nur bewaffnet, gefährlich, grausam und blutdurstig, sondern auch laut und widerlich. Spaß haben, Spaß wollen, aber nicht auf Kosten unserer Schönheit schlafen. Irgendwas muss passieren. Wir nutzen die Waffe. Die Axt nicht, denn die Axt brauchen wir bei den Zwillingen. Das ist das Problem. Die Waffe ist kaputt. Schon mal zwei Sachen des Kaputtseins, ne? Ich will es ja nur erwähnt haben. Ja, hoffentlich lassen sie uns eine Weile in Ruhe. Einen Tag können wir noch warten mit Wasser und Essen. Wir haben kein Radio. Mann, ich will ein Radio haben. Scheiße, Mary Jane ist krank geworden. Ach, kacke. Wahrscheinlich hatte sie zu wenig Essen. Ja, komm. Wir versuchen mal Pancake zu holen. Der kann ja immer rausgehen und uns ein bisschen Essen und Trinken besorgen. Ah, das ist ganz cool. Und Dolores ist auch krank. Das ist ein bisschen problematisch gerade. Sie hat ein Radio mitgebracht. Geil. Aber wir saven noch keinen. Wir schicken gleich Mary Jane raus. Oder wird jetzt wer entführt? Nein. Niemand ist entführt worden. Haben die uns irgendwas geklaut? Nichts ist passiert. Cool. Cool. Ja, wir schicken Mary Jane raus. Kann das sein, dass sie wieder zurückkommt? Kann ja auch sein, dass sie nicht wieder zurückkommt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dadurch, dass sie krank ist, kann es sein, dass sie halt für immer weg sein wird. Nein! Wir nutzen das Medikit nicht, um unsere Schlafprobleme zu saven. Ted ist kaputt, glaube ich, wie es aussieht. Ja. Kaum noch Kraft, wenn sie nichts isst. Wirklich müde. Ja, wir haben noch einen Tag Zeit. Wir können den Räubern nichts machen. Wir brauchen diese Axt, um gesaved zu werden später. Dolores ist tot. Ha! Nice. Oh, rauszugehen, Wüstling reizen, ist das Letzte, wir wollen, was wir wollen, wir haben, okay. Ja, Dolores ist nicht mehr da. Mann, die Zwillinge, ich habe gerade das Event mit den Zwillingen gesehen, da war irgendwas mit den Zwillingen, die brauchen unsere Karte, aber wir haben keine Karte, das ist ein bisschen problematisch, ich hoffe, sie melden sich bald wieder und ich muss Luft holen, während ich rede. Sie akzeptieren unsere Entscheidung, ja, das ist sehr gut. Wir haben endlich ein Radio, womit wir mit dem Militär Kontakt aufnehmen können. Mary Jane ist wieder da, sie ist krank. Wir saven Mary Jane gleich mit dem Medikit. Haben zwei neue Suppen und ein neues Türschloss, zwei Flaschen Wasser, sehr geil. Mary Jane kriegt was zu trinken und was zu essen. Nicht, dass sie auch noch wegstirbt. Wäre nämlich nicht so schön. Diese Plünderer sind unerträglich, ja, ich weiß. Aber wir gehen nicht raus. Können wir nicht machen. Jemand sollte diesen Räubern das Handwerk legen. Ja, aber das machen nicht wir. Definitiv nicht wir. Ja! Hey Pancake. Willkommen zurück. Wir bräuchten ein Medikit, um Pancake zu saven. Shit. Wir können keine Expedition starten, weil keiner rausgehen kann. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht.
Ted hat sich wiederholt, wie es aussieht. Ted hat sich ausgeruht. Ja, wir könnten Ted rausschicken, aber wir können die Kinder nicht alleine in den Bunker lassen. Mann, haltet die Fresse mit euren scheiß Blinderern. Gleich gehe ich raus. Mit der Axt. Mit der Axt. Vielleicht sind's ja nette. Weiß ich. Kann ja sein. Boah. Toll, wir haben keine Gasmaske. Kann das Event kommen, dass wir die Gasmaske reparieren können mit dem Buch? Das wäre echt nett. Das wäre echt schnieke. Schnieke, schnieke, schnieke. Verbrecherbande. Nein. Wir halten sie auf mit einem Schloss, das Mary Jane glücklicherweise wieder mitgebracht hatte. Was sehr, 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 sehr gut ist. Wir gehen jetzt raus mit der Axt. Mit der Axt! Unsere Axt ist weg. Aber unsere... Hä? Gegen seine taktische Wohnung schlichen unserem helllichten Tag ohne Deckung zu ihrem Lager. Wow. Bald stellte heraus, dass es unnötig war. Bei unserer Ankunft kämpften die Räuber gegen eine Gruppe mutierter Riesenspinnen und niemand achtete auf die Vorräte. Wir nahmen so viel, wie wir tragen konnten und eilten zum Bunker, bevor die Plünderer irgendwas bemerkten. Wir waren so tapfer. Toll. Wir haben eine Waffe. Nee, Pancake. Ach, wir haben keine Karte. Wir müssen da Karte hin, ne? So war das, glaube ich. Scheiße. Kann Pancake leider nicht holen. Schade! Pancake, das verstehen. Schön intelligent für einen Hund, ob man durch Radioaktivität Superkräfte erhält. Das wäre cool. Superkräfte sind immer cool. Immer sehr, sehr cool. Mann, wir haben keine Karte! Und ich kann aber auch keinen rausschicken, weil die immer erschöpft sind. Immer noch. Mann, kann Timmy oder Mary Jane sich endlich mal holen, Alter? Timmy hat sich ausgeruht, ja. Wir können eine Expedition starten. Timmy kann es schaffen. Poliert die Stiefel und hisst die Flagge. Das Militär ist wieder auf Sendung. Sie haben gesagt, Taschenlampe bereit machen, den Flugzeugen Signal zu geben. Yo, machen wir. Alles klar. Easy. Ah. Dem. Also, Timmy hat einen Geist aufgegeben. Wir konnten zum Glück gerade noch... Ja, die Motorengeräusche habe ich auch gerade gehört. Stand da gerade Fotze? Nee, Trotze. Okay. Ja, was? Ich habe Fotze gelesen? Nein, ich habe nie Fotze gelesen. Was? Was? Hä? Nee. Ich doch nicht. Was denkt ihr denn von mir, Mensch? Ach Gottchen. 17 Mal raus im Tod, weil wir gesagt haben. Ja, klar. Das sind doch die Räuber, die irgendwen entführen, ne? Ich glaube schon. Achso, gut, das ist das Event, was eigentlich komplett egal ist. Okay. Essen und Trinken für die beiden. Und weiter geht's. Komm, Timmy, komm zurück und bring eine Karte mit. Ich will eine Karte. Nein! Nein! Ich glaube, sie nehmen Mary Jane mit. Sie haben Mary Jane mitgenommen. Nein! Scheiße! Verbandskasten. Nein! Penke. Was? Nein! Nein! Timmy, komm zurück! Timmy! Timmy? Hä? Leute? Leute? Scheiße! Ende. Mann! Alter, wir haben hier mehr Probleme als irgendwo anders, Alter. Mehr Probleme als irgendwo anders. Timmy wurde gefangen genommen, okay. Stand da aber nirgends, oder? Oder habe ich das übersehen?
Habe ich das übersehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir sind gestorben. Nein, wir sind alle entführt worden. Wir sind alle entführt worden. Das ist das Problem. Okay. Zeit für eine Runde haben wir noch. Boah, drei Runden im Bad, Alter. Ich steigere mich. Beziehungsweise, ich bin schlechter. Aha, Gesundheitsprobleme häufig. Mhm. Einige. Wenige. Ja, wenige ungebetene Gäste. Was? Ja, klar. Auf jeden Fall. Ärger manchmal. Mhm, klar. Auf jeden. Definitiv. Wie ein Prepper. Also, Gesundheitsprobleme selten. Ja, alles klar. Spiele ich überhaupt wirklich auf Little Boy? Horden, jeden Tag Ärger. Ruf 911 an. Mann! Wir haben viel zu viel Ärger dafür, dass es eigentlich Little Boy ist. Ohne Witz jetzt. Ohne Witz jetzt. Wir müssen unsere Sachen aufheben. Unsere Waffe und unsere Axt. Wir haben keine Axt. Wir haben aber dafür eine Karte und ein Radio und kein Gewehr. Wir haben alles außer... Nein, Taschenlampe fehlt uns auch. Gewehr, Taschenlampe und Axt fehlt uns. Alles klar. Das könnte man natürlich bekommen. Wir schicken instant wen auf eine Expedition am zweiten Tag mit der Gasmaske. Dafür haben wir sie. In der Hoffnung, dass sie eine Axt mitbringt. Oder ein Gewehr. Oder eine Taschenlampe. Denn das wäre echt super toll. Ich muss zwischendurch Luft holen. Oh. Mülleimer widerlich. Ja, wir müssen das Buch kommen. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Lalala. Schöne Sache. Wir schicken Mary Jane raus mit dem Koffer und der Gasmaske. Okay. Ich weiß immer noch nicht, ob das was bringt, auf der Karte irgendeinen Spot zu markieren. Oder den Koffer mitzugeben, dass die Leute da mehr tragen können oder so. Ich habe keine Ahnung. Wäre mal nett zu wissen. Ja, wir spielen mit dem Spiel. Damit wir nicht den Verstand verlieren. Denn das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Eindeutig nicht. Oh, ist es schon Tag 5? Okay. Wir können uns nicht gegen die Ratten verteidigen. Keiner kann? Keiner kann. Aber wir haben Essen verloren, wie es aussieht. Ja, eine Dose Essen, das ist okay. Das ist okay. Gegen zwei Flaschen Wasser. Nö. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir brauchen das Wasser. Und ich speede jetzt durch, damit der Park nicht irgendwie noch eine Stunde wird oder so. Darauf habe ich nämlich keine Lust. Aber mit der neuen Leitung wird das ja kein Problem, das hochzuladen. Oh, schön. Wir hören Radio, ja. So, und ich will jetzt gesaved werden endlich mal. Ich will jetzt endlich gesaved werden. Ja, das wäre echt fantastikös. Das letzte Geräusch ist die Trompete. Der Musiker war eindeutig keiner und... Hat uns wahrscheinlich noch nie zuvor einen Trompetenspieler gehört. Er kam mit einem Freund, der an die Falte klopfte und verlangte, dass wir fröhlich einen Gefährten hereinlassen, damit sie reichen. Nein, die nehmen uns weg und geben anderen. Das will ich nicht. Maxi, kennst du bla bla bla? Nein, bestimmt nicht. Oh, was? Ich habe eine Axt. Geil. Sehr cool. Wir haben drei Flaschen Wasser, eine Axt und eine kaputte Gasmaske. Starten eine Expedition. Ist das dumm oder ist es schlau, eine Expedition zu starten? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ach, Dolores kann auch ohne Gasmaske rausgehen. Die ist stark genug. Die ist stark. Dolores geht mit Koffer raus. Yeah. Aha. Yeah, yeah, aha. Wow, yeah, aha. Leute, die Telekom... Warteschlangenmusik ist echt cool. Ohne Witz. Ich habe halt vorhin wegen dem Problem angerufen, dass der Router sich immer ausschaltet und wieder einschaltet. Und... ich musste halt irgendwie eine Viertelstunde oder so in dieser scheiß Warteschlange chillen. Nein. Und... dann... ja. Musste ich halt die ganze Zeit diese Warteschlangenmusik hören. Und die war an sich eigentlich ganz cool. Muss ich sagen. War recht cool. War recht cool. Timmy die ganze Zeit nur... ja, komm, er geht an die frische Luft. Ja, nein, wir sollten mit ihm reden. Ah ja, okay, das machen wir auch.
Dolores ist wieder da und hat nichts wirklich produktiv. Doch, Alter. Kann man jetzt eigentlich noch mehr trinken bekommen, obwohl wir halt schon komplett das Maximum erreicht haben? Oder haben wir nicht das Maximum? Ich weiß es nicht. Nein, keine Wasser. Was? Okay, so machen wir es. So machen wir es. Ted, geh raus. Und hör dir das Telefongespräch an. Gleich schicken wir, glaube ich, Timmy raus. Zack, zack. Wir wissen, dass eine Gruppe Räuber in der Nähe unseres Bunkers kampiert, aber wir sind auch nicht gerade ohne mit etwas Glück und Gewalt. Nein. Ich glaube, wir greifen sie mal lieber nicht an. Ich glaube, nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht! Das wäre dumm. Das wäre sehr, 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 sehr dumm. Timmy will rausgehen. Wir haben keinen Koffer mehr. Mann, Dolores! Warum bringen sie den Koffer denn nicht mit? Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Lalalalalalala. Wir können kein Signal geben. Yeah. Aha, whoop, yeah, aha. Oh Mann. Tralali und tralala. Nein, wir gehen nicht zu diesen Leuten hin. Das wäre, glaube ich, echt Selbstmord. Es wäre definitiv Selbstmord. Ja, irgendwer sollte diesen Räubern das Handwerk legen, meinetwegen. Nur nicht wir. Irgendwer, nur nicht wir. Definitiv nicht. So, essen und trinken für Mary Jane, Ted und Dolores. Zack, zack. Bigfoot. Okay. Ja, wir können ihm Wasser geben, brauchen wir nicht. Beziehungsweise, wir haben so viel Wasser, das ist echt schon übertrieben. Timmy ist nicht krank geworden. Und hat auch nichts wirklich Tolles mitgebracht. Oder? Nochmal Wasser. Zwei Flaschen, okay, zwei Flaschen Essen und ein neues Schloss. Sehr gut. Das ist sehr gut. Aber wir haben so viel Wasser. Mary Jane geht auch gleich raus, was? Vielleicht kriegt sie es hin. Ja, komm. Nein, wir gehen nicht dahin. Das bringt halt irgendwie nichts, ne? Wir sind halt im letzten Run mit beiden Sachen hingegangen. Einmal mit dem Gewehr und danach nochmal mit der Axt. Also von daher... Nee. Mary Jane geht raus. Ja. Ich hoffe, sie bringt auch mehr Essen mit. Wir geben ihm einmal Essen und dann gleich nochmal. Ich glaube, ich sollte den Leuten nach einer Erkundung noch Essen geben. Nicht, dass die hier noch abkratzen werden oder so. Das wäre nämlich nicht so gut. Nicht so gut. Man scheißt auf diese Plünderer. Juckt doch keinen. Meine Güte. Ihr seid ja nur fucking Bunker. Da könnt ihr wohl so ein bisschen Lärm von draußen. Nägel in der Wand könnte ein Poltergeist gewesen sein. Ja, hinter einem. Ja. Nice. 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 Wir haben doch daraus Essen. Wow. Ja, Mann, dahinter war einmal Essen und Mary Jane hat auch noch zweimal Essen mit und zweimal Wasser. Also Wasser haben wir echt genug. Wie steht's mit Mary Jane? Ja, ich gebe ihr einmal Essen. Barton zum Hilfe, ja. Wegen seiner Schwester, ja, das sind die Zwillinge, alles klar. Stellte sich heraus, dass der Anführer der Räuberbande ihr Vater war. Krass. Dolores kann rausgehen. Mann, wir haben keine Taschenlampe. Wir haben keine Taschenlampe. Aber wir brauchen eine Taschenlampe. Dolores, geh raus. Und suche uns etwas. Etwas Tolles. Ja, wie wär's mit einer Taschenlampe? Und ein neues Medikit wäre auch recht nett eigentlich. Aber vielleicht kommt ja auch gleich irgendwie mal das Event, dass wir aus diesem verdammten Insektenspray ein neues Medikit herstellen könnten. Das wäre
um ehrlich zu sein, eigentlich recht schnuckig. Und ich könnte ja niemals 30 Tage ohne Duschen aushalten, ne? Ich weiß nicht mal, ob in so einer Zeit. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Obwohl nach 30 Tagen... Obwohl in so einer Zeit eigentlich war... Na, ich bin mir da gar nicht sicher. Eigentlich sollte man in so einer Zeit dann gar nicht darauf achten, so sag ich mal, beziehungsweise... Mir fällt das Wort nicht ein. Man achtet darauf nicht, ach, in der Zeit. Wir haben eine Taschenlampe. Danke, Dolores. Schön. Nett von dir. Wir bräuchten aber ein Medikit. Timmy kann rausgehen. Sehr, sehr gut. Er könnte ein Medikit holen. Timmy, bring uns mal irgendwie ein Medikit mit. Ich glaube, ich habe Sprachsteuerung drin oder so. Wäre ganz nett. Medikit, Timmy. Medikit. Medikit! Okay. Bitte. Danke. So, Medikit ist schon nett. Vielleicht auch noch eine Gasmaske, wenn du willst, aber das muss nicht sein. Nein, scheiß auf das Räuberlager. Scheiße, ich hätte Dolores einen Tag früher essen geben sollen. Scheiße. Ich hab das total verpeilt. Fuck! Okay. Werden wir halt nicht alle gerettet? Die Kinder brauchen einen Vater. Nein, ich meine, scheiße, Mann. Okay. Geschwister, euch in dem Wort. Ja, wir können mit der Axt helfen. Ja, wir können mit der Axt helfen. Wow. Ja, nice. Oh, schön. Ich brauche aber Medikit. Immer noch. Wir können dem Militär ein Zeichen geben. Das Problem ist, Ted ist krank und könnte sterben, wenn wir nicht langsam mal ein Medikit bekommen würden. Die Augen in der Dunkelheit. Hallo, Pancake. Hallo, Pancake. Okay. Komm schon. Ja, wir behandeln Mary Jane mit der Axt. Mit der Axt. Wir haben keine Axt mehr. Ted, oh, fuck. Timmy ist auch krank. Ja gut, war klar. Aber... Und ein Gewehr. Schön. Mary Jane ist auch krank. Mary Jane will rausgehen. Klar, kann sie. Nein, wir gehen jetzt nicht zum Räuberlager. Warum mache ich das mit der Axt eigentlich? Sie hätte es doch einfach so überleben können, rein theoretisch. Shit. Mann. Ich bin echt... Oh. Komm schon, gib mir ein Medikit. Mann. Gleiches Ende. Gleich ist der Tod, weil zu krank. Sollte das, das Medikit immer nur auf Ted anwenden. Immer. Ted immer drin lassen. Immer. Und dann nur in seinem Fall das Medikit anwenden. Doch, das klingt nach einem sehr guten Plan, würde ich sagen. Eigentlich, rein theoretisch. In der Theorie halt. Aber nicht unbedingt in der Praxis. Ich weiß nicht. In der Praxis könnte es vielleicht anders aussehen. Ja, hier, Pancake, kannst Essen haben. Oh, ich hab Angst, Alter. Es kann jeden Tag vorbei sein. Es kann einfach jeden verdammten Tag vorbei sein. Hier unten reichen... und wir reichen alles. Wir riechen alles. Ja, es hat sich ein Ziegel in der Wand gelöst. Wuhu! Mann! Oh, ich flipp aus, ey. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie ich die Parts nennen soll, wisst ihr? Ich glaube, ich nenne Sprachsteuerung oder so. Keine Ahnung. Oder wir sind so scheiße oder so. Keine Ahnung. Was? Unser Haus 60 Sekunden später. Was war denn am Tag 40? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Wir sind schlecht. Das will dieser Du bist gestorben Screen einfach nur aussagen. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Also ich bin scheiße. Nicht ihr, ihr seid toll. Ich bin scheiße. Okay, Leute.
Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir diesmal wieder nichts erreicht haben. Ich weiß nicht, ob es gespeichert gewesen wäre, wenn wir es erreicht hätten, weil wegen Internets. Aber gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.